Hallo, herzlich willkommen bei Himmlisch. Heute gibt es mal kein Koch- oder Backvideo von mir, sondern ich möchte euch einfach mal Danke sagen für eure Likes und eure Kommentare. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und mir einfach auch erzählt, wie es euch gegangen ist beim Kochen oder beim Backen. Wie euch die Rezepte gelungen sind, wie sie euch schmecken. Das ist für mich einfach nochmal so eine kleine Bestätigung, dass die Rezepte auch gut sind, dass es auch gut erklärt ist, sodass ihr auch echt klarkommt damit. Ganz, ganz wichtig, weil nur so kann ich natürlich auch dann besser werden oder einfach auch bei gewissen Themen vielleicht noch mehr in die Tiefe gehen. Und also das freut mich wirklich. Also ich bin oft echt wirklich gerührt und sitze und denke mir, oh wie schön und danke und süß. Also dafür möchte ich mich gern einfach mal bedanken und wir sind ja jetzt anderthalb Jahre sind wir jetzt auf YouTube und wir haben echt noch große Pläne und ich möchte euch da jetzt gern aber ein bisschen so mit einbeziehen und einfach mal fragen, welche Themen euch interessieren, was ihr auch spannend findet. Also das ist jetzt auch meine Frage, wollt ihr mehr so die Richtung Backen oder klassische österreichischen Speisen, jetzt traditionelle Desserts oder Süßspeisen in Österreich oder Wien, wie man sie so kennt. Oder steht sie voll so auch aufs Kochen und auf deftige Gerichte, so wie die Oma halt früher mal gekocht hat. Oder einfach eine Mischung von allem. Natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, ich mache jetzt nicht nur YouTube, sondern ich habe eine Catering-Firma. Und vielleicht interessiert es euch ja auch da einfach mal, dass ich euch so ein bisschen mitnehme in meinen Alltag. In meine Aufträge, wenn jetzt gerade irgendwie was Großes am Start ist, dass ihr da einfach auch mal ein bisschen einen Einblick habt, wie ich das so mache, wie ich mich organisiere, wie ich mich in der Küche organisiere. Also das wäre eine Möglichkeit. Oder grundsätzlich auch mal, ja klar, wenn man bei dem Thema ist Organisation. Ich bin ja auch Mama von einem Sohn. Und es ist natürlich, wenn man selbstständig ist und Vollzeit-Mama mit Vollzeit-Job, mit Vollzeit-Haushalt und Garten und allem, was so dazugehört. Einfach mal die Organisation zu wissen, wie mache ich das, wie komme ich da klar damit, sodass ich auch noch Zeit für mich habe und das Allerwichtigste für meine Familie und auch für meine Freunde. Und dass es in meinem Haus trotzdem nicht so chaotisch aussieht. Also da kann ich euch gerne auch mal mitnehmen oder euch da vielleicht einfach ein paar so Inputs geben. Ja, also es gibt voll viel theoretisch und mich würde es halt wirklich interessieren, was euch interessiert und würde da gerne auch drauf eingehen. Und das kann ich natürlich auch nur, wenn ihr mir das dann auch sagt, da freue ich mich drüber. Ich möchte mir jetzt zu Ende des Jahres ganz bewusst auch die Zeit nehmen, einfach alles nochmal so Revue passieren zu lassen. Und ich habe jetzt auch schon für nächstes Jahr so einen groben Plan. Und bei uns zu Hause wird sich auch einiges tun, also einiges tun nicht, das hat sich schon einiges getan. Jetzt einfach so, was das Bauliche angeht bei uns und wir haben im Garten sehr viel gemacht und nächstes Jahr steht dann auch noch so ein bisschen die Bepflanzung an. Ich hab Hochbeete gebaut und die möchte ich gerne nächstes Jahr bepflanzen. Vielleicht habt ihr ja da einfach auch Interesse dran, dass ich euch zeige, wie ich das mache und warum, wieso, weshalb ich das einfach mache, dass man den Hintergrund auch versteht. Ich finde es nämlich mega schön und es ist mir voll wichtig, dass ich gewisse Sachen jetzt einfach das, was wir als Familie essen, finde ich schön, das aus dem eigenen Garten auch holen zu können und auch für mein Kind und generell das zu sehen, wie pflanze ich was an. Ich muss mich um eine Pflanze auch kümmern, ich muss der auch was Gutes tun, sodass ich dann einfach auch das rausbekomme, was ich gerne hätte. Also, das kann ich euch auch zeigen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, was euch interessiert. Ich freue mich drüber. Und auf diesem Weg möchte ich euch jetzt einfach schöne Weihnachten wünschen. Eine schöne Adventszeit noch. Und viele sagen immer, es ist die stressigste Zeit im Jahr und so quasi kommt es gut durch. Das finde ich aber gar nicht schön, sondern wir sollten uns bewusst diese Zeit entstressen und die Zeit nehmen, dass wir uns mal hinsetzen, einen Tee trinken, mit unserer Familie die Zeit verbringen, Kekse backen gemeinsam und wirklich so wieder auf das besinnen, was wir haben und nicht so mit die Zeit mit dem verbringen, ah, ich hätte noch gern und das will ich und das brauche ich noch und warum habe ich das nicht, sondern nicht hadern damit, was man nicht hat, sondern einfach dankbar sein dafür, was wir haben und das einfach nochmal richtig schön wertschätzen. Also, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten und eine ganz, ganz tolle Zeit und besinnliche Zeit mit euren Lieben und ich freue mich mega aufs nächste Jahr.
Bis bald. Tschüss.